Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video von eurer Gameplayerin. Heute dreht sich alles um das Spiel Enshrouded. Ja, ich möchte auch ein Let's Play davon machen, das nur als kleine Anmerkung, aber ich muss eins vorweg sagen, ich habe das Spiel ein paar Stunden gespielt und ich hätte es ehrlicherweise fast in die Tonne gekloppt, weil ich überhaupt nicht damit klargekommen bin, weil einfach nichts erklärt wird, weil ich alles selber raussuchen musste und nicht wusste, wo was ist. Ich habe es sogar noch nicht mal geschafft am Anfang, meine Werkzeuge zu craften, obwohl das ja eigentlich Grundlage für ein Survival Game ist. Deswegen, damit ihr einen viel besseren Start habt als ich, werde ich jetzt mal mit euch zusammen die ersten Schritte durchgehen und euch genau erklären, woran ihr euch halten solltet, damit ihr einen wirklich guten Start ins Spiel bekommt. Nachdem ihr euch einen Charakter erstellt habt, drückt ihr einmal auf die Leertaste zum Bestätigen. Da könnt ihr dann auswählen, ob ihr ein privates Spiel starten wollt, ein öffentliches Spiel, was bei euch dann lokal gehostet wird. Achtung, da solltet ihr auf jeden Fall immer ein Passwort vergeben. Oder ob ihr ein Online-Spiel beitreten wollt. Das sind dann die Dedicated Server, wo ihr zum Beispiel mit euren Freunden drauf spielen könnt. Als nächstes müsst ihr euch einen Spielstand aussuchen bzw. erstellen. Dann wird automatisch Meine Welt 2 gespeichert. Dann geht ihr auf Bearbeiten und dann könnt ihr das Ganze umbenennen. Seid ihr damit fertig, drückt ihr einfach auf Spielen. Ihr startet nun in diesen Raum. Ihr kommt aus diesem, ja, etwas eiförmigen Gebilde raus. Und habt im Endeffekt noch nichts außer das, was ihr am Körper habt. Das Erste, was ihr machen solltet, ist euch erstmal nach rechts drehen, durch die Tür gehen. Dann seid ihr in der Flammenkrypta und da solltet ihr einmal mit der Flamme kommunizieren. Damit habt ihr euer erstes Rezept freigeschaltet. Und zusätzlich auch noch einen Speicherpunkt hier aktiviert. Wenn ihr nun von dieser Kammer aus nach draußen lauft, dann müsst ihr einfach nur dem Weg folgen, bis hier zu diesem, ja, etwas kleineren Turm in Anführungszeichen. Da erhaltet ihr dann noch weitere Infos, zum Beispiel drücke I, um deine Karte zu öffnen. Das stimmt nicht ganz. I ist eigentlich, ja, dieses Menü hier. Da gibt es dann verschiedene Sachen. Mit M oder hier oben drauf klicken könnt ihr die Map tatsächlich öffnen. Dann gibt es noch das Tagebuch. Da sind dann die ganzen Quests, die ihr in der ganzen Reihe erhaltet, drin zu finden. Mit V kommt ihr auf das Handwerk. Da sind dann nachher alle Rezepte drin zu finden, die man erstellen kann. Mit B kommt ihr auf den Rucksack. Ich habe natürlich gerade noch nichts drin. Und mit N kommt ihr auf euren Charakter. Da könnt ihr zum Beispiel verschiedene Sachen auswählen, indem ihr einfach mit der linken Maustaste draufklickt. Und normalerweise, wenn ihr dann noch was zum Auswählen hättet, dann könntet ihr die Sachen so wechseln. Mit H kommt ihr dann in die Fähigkeiten rein. Das sollte man nicht unterschätzen. Da gibt es verschiedene Sachen. Man kann als Tank sich so ein bisschen ausrüsten. Man kann ein Krieger sein. Man kann den Weg des Bestienmeisters nehmen. Man kann so ein bisschen Waldläufer, Assassine spielen in der Richtung. Als Kampfmagier agieren, als normaler Zauberer oder eben als Heiler. Dementsprechend muss man sich hier die Skills einstellen, damit man einen besseren Start zu Beginn hat. Lauft ihr nun hier einmal drumherum, dann findet ihr ein rotes Buch. Wenn ihr dies liest, dann erhöht sich eure XP. Das heißt, wenn ihr rote Bücher überall in der Welt findet, auf jeden Fall lesen, weil dadurch levelt ihr nämlich auch. Ja, und diesen guten Herrn hier, den kann man einmal auseinanderschlagen. Und man kann damit direkt einen Zauberstab erhalten und einen Knochen. Nun seht ihr, wenn ihr runter guckt, unten rechts diesen roten Strahl. Da ist auch gleichzeitig auf... Scheiße.
Ja, was ihr auf gar keinen Fall machen solltet, ist so schnell an die Kante laufen, weil sonst habt ihr das Problem, dass ihr genauso wie ich einfach da runterknallt. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, dass ihr hier nicht einfach so entlang gehen sollt, weil man da runterfallen kann. Es hat wunderbar funktioniert. Ihr habt gesehen, wie ihr es nicht tun solltet, sondern ihr solltet den Weg hier herum nehmen. Da könnt ihr dann entsprechend auch noch mal einige Dinge einsammeln. Hier zum Beispiel gibt es erstmal eine Chest, wo ihr alles einsammeln könnt. Mit E könnt ihr diese öffnen und mit F dann direkt alles einsammeln, was drin ist. Ihr solltet auf jeden Fall auch hier die Heilsachen einsammeln, damit ihr besser durch das Spiel kommt. Hier gibt es dann noch mal eine Fackel, ob es sinnvoll ist, mehrere Fackeln zu holen. Ich bin mir noch nicht sicher, weil die regenerieren sich ja auch, habe ich festgestellt. Hier müsst ihr im Prinzip nur durchlaufen, wobei es hier einen kleinen Raum gibt. Den solltet ihr auf jeden Fall am Anfang mitnehmen. Die Sachen plündern, die hier links stehen, einmal da drauf drücken, je nachdem, wo ihr das mit aufgenommen habt. Und einmal reinwerfen. Und wenn jetzt nicht der Text hier mitten im Weg stehen würde, dann könnte man sehen, ja, muss ich oben noch einmal werfen, dass man hier jetzt durchgehen kann. Und hier gibt es nämlich auch noch mal eine Chest, die ihr holen könnt. Und da ist ein Beil drin. Ansonsten gibt es hier noch ein Buch, was ihr lesen solltet. Das gibt dann auch noch mal 10 XP. Und dann könnt ihr auch schon wieder zurückgehen. Hier gibt es einmal eine Treppe, die könnt ihr runtergehen oder ihr könnt hier einfach runterspringen. Ihr achtet überall darauf, dass ihr das Holz hier kaputt machen könnt. Macht es nicht wie ich mit einer Granate, sondern macht es ganz normal, wenn ihr die mit draufhaut. Hier findet ihr dann auch nochmal Verbandszeug links. Und dann geht es jetzt erstmal weiter. Wobei wir das jetzt machen sollten, beziehungsweise ihr auch, indem ihr auf euren Rucksack geht und das Beil ausrüstet. Ich nehme jetzt erstmal noch die Fackel mit, damit wir hier noch was besser sehen können. Und zwar sieht man hier unten schon diesen Nebel. Der Nebel ist giftig. Da dürft ihr euch nicht zu lange drin aufhalten. Das heißt, wir durchqueren jetzt erstmal dieses Gebiet, nehmen hier oben noch die Fackel mit. Und ihr seht schon, wir sind jetzt im Miasma drin. Da können wir uns aber nur 5 Minuten aufhalten, bevor wir tot umfallen. Da hinten ist der erste Gegner. Ihr seht links die Taste, benutzen wir für den Angriff und die rechte Taste zum Blocken. Das heißt, wir blocken erstmal, bis er nichts mehr macht und hauen dann zu. Das ist übrigens etwas, was ich auch von Anfang an nicht gewusst habe. Dann schauen wir mal eben, wir haben jetzt einen Schaden von 11 und das Schwert hat auch einen Schaden von 11. Das heißt, wir müssen da jetzt nicht unbedingt wechseln. Wir sollten aber auf jeden Fall beides mitnehmen. Jetzt sind hier 2 Gegner, die kann man jetzt so ein bisschen auseinanderziehen. Und draufhauen. Und dann solltet ihr schauen, dass ihr schleunigst aus diesem Zeug rauskommt. Das heißt, dass ihr nach oben lauft. Und dann seht ihr schon, der Timer hat sich schnell regeneriert. Da hinten ist nichts mehr, soweit ich weiß. Hier geht es dann weiter. Und dann kommt ihr letztendlich ins erste Gebiet. Hier rechts seht ihr dann diese Kugel, die sich gerade bewegt hat. Dadurch haben wir die Werkbank gerade freigeschaltet. Und das Ganze ist auch nochmal ein Hinweis darauf, dass wenn man stirbt, man zum letzten Leuchtfeuer wieder zurückgeportet wird. Ja, jetzt haben wir hier unten das Gebiet, was wir von oben gesehen haben. Wenn wir nun aber hier links gucken, das schon mal als Tipp, da war mal ja ein Lager, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen Militärleuten. Da gibt es auf jeden Fall noch gute Sachen, die ihr euch merken solltet, die ihr nämlich für später noch braucht. Es gibt übrigens überall auch Honigwaben. Ich hatte bisher noch keine Probleme damit. Allerdings muss ich sagen, dass ich gehört habe, dass man wohl von den Bienen auch angegriffen werden kann. Ja, und jetzt rennt ihr erstmal hier zu dem markierten Bereich.
Und jetzt steht hier links schon neue Quest. Beanspruche einen Platz für deine Basis. Da drückt ihr dann wieder I und geht auf Handwerk und schaut nach, was ihr für den Flammenaltar braucht. Wir haben jetzt allerdings noch keinerlei Werkzeug bei uns. Deswegen laufen wir jetzt erstmal zu den Bäumen hin und ich mache das dann mit der normalen Faust. Das solltet ihr eigentlich nicht machen. Das dauert auch ziemlich lange. Ihr könnt es auch mit dem Beil machen, aber es hat mich immer genervt, dass sie dann immer daneben gedrückt hat. Ja, und ihr seht schon, nach einer Weile kommt dann hier was runtergefallen. Und wir haben das Rezept für einen Schild freigeschaltet. Der ist sehr, sehr wichtig und den solltet ihr euch definitiv auch von Anfang an machen. Den groben Holzblock können wir auch jetzt bei der Werkbank herstellen, sobald wir einen hergestellt haben. Und bei den Wölfen zählt die Leiche immer erst blocken und dann zuhauen. Der hat auch wieder Knochen für uns dabei. Und ihr solltet natürlich nicht so doof sein wie ich und das Holz machen, wenn ihr eigentlich Steine braucht. So, auch diese Steine gehen irgendwann dann mal kaputt. Wir können jetzt eine Holzfäller-Axt bauen. Warum man die machen kann, wenn man die Steine hier plündert, weiß ich auch noch nicht so genau. Einen groben Steinblock ebenfalls. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Steine, dass wir uns den Flammenaltar machen können. Dann gehen wir hier links oben auf den Flammenaltar, drücken einmal die Leertaste und haben ihn hergestellt. Das Schöne ist übrigens auch, wenn ihr gemeinsam spielt und ihr steht beide an der Werkbank, ihr könnt sie beide gleichzeitig benutzen. Ihr werdet auf jeden Fall die Möglichkeit haben, eure Sachen selbst zu bekommen, weil man immer genau das bekommt, was man herstellt und der andere kann es einen nicht wegnehmen. Warum ich das jetzt nicht drehen darf, weiß ich nicht so genau, aber ich gehe mal hier so ein Stückchen nach links, weil wir haben die Erfahrung gemacht, da hinten ist so ein hubbeliger Bereich und diese Hügel sind sehr, sehr schlecht. So, dann solltet ihr das relativ mittig platzieren. Und dann steht jetzt hier direkt ein Ausrufezeichen. Diese Ausrufezeichen sind immer die Markierungen für Quests. Einmal mit der Flamme kommunizieren. Dann seht ihr hier rechts, erstmal ist ein neuer Ort kartiert worden. Das heißt nichts anderes, als dass hier dein Wiederbelebungspunkt jetzt ist. Und ihr habt die Möglichkeit im Laufe des Spiels den Altar aufzuwerten. Dafür braucht ihr auf der ersten Stufe eine Miasma-Seele. Ihr seht hier schon, dann werdet ihr das Baugebiet von 40x40x40 auf 80x80x80 erweitern können. Das heißt auf das Doppelte. Das ist schon eine ganz tolle Aufwertung für den Anfang. Dann könnt ihr die Flamme nochmal stärken. Das kostet dann allerdings ziemlich viel, wie ihr hier sehen könnt. Soweit sind wir privat auch noch nicht gewesen, dass wir die Sachen alle besorgen konnten. Und ihr könnt theoretisch auch die Fähigkeitspunkte zurücksetzen. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber ich finde es auch nicht unbedingt gut. Ich weiß nicht, inwiefern das was kostet. Doch, es kostet 10 Runen, wenn man die zurücksetzt. Und dann werden eure Fertigkeitspunkte zurückgesetzt, wenn ihr hier unten drauf klickt. Achtung, ihr könnt auch die Flamme tilgen, aber wie hier unten schon steht, ungeschützte Bereiche werden von dem Miasma verzehrt. Platzierte Gegenstände werden verloren gehen. Ich habe das mal ausprobiert auf dem privaten Spielstand, den ich gerade erst angelegt habe und es war nicht gut. Also Flamme tilgen, böse, merkt euch das. So, jetzt könnt ihr eigentlich auch schon direkt mit dem Spiel und dem Bausystem loslegen. Und zwar drückt ihr einfach wieder I bzw. V, um direkt ins Handwerk reinzukommen. Und dann sehen wir, was wir hier schon freigeschaltet haben. Wir haben ja die Werkbank freigeschaltet. Dafür brauchen wir aber Garn. Wenn wir hier links gucken, seht ihr aber, dass wir Garn überhaupt noch gar nicht können. Wir brauchen 3 Garn. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir haben etwas länger gebraucht, um das herauszufinden, weil wir die Sachen erst gar nicht eingesammelt hatten, dass diese kleinen Büsche, also alles, was so kleiner ist und Büsche ist, da bekommt man Pflanzenfaser und Äste raus. Dadurch, durch das erste Mal, haben wir jetzt auch das Rezept für Garn freigeschaltet.
und Pflanzenfaserdachblock bei der Werkbank. Aber das nur so nebenbei. Das ist eine Sache der Optik und der Vorliebe, was ihr da besser findet. So, wenn ihr jetzt wieder zurück seid, dann habt ihr jetzt hier bei Ressourcen Garn. Wenn ihr da drauf klickt, dann seht ihr, für ein Garn brauchen wir 3 Pflanzenfasern. Das heißt, wir stellen 3 her, indem wir 3-mal auf Space drücken, gehen wieder auf die Werkbank, Holz haben wir ja eben schon besorgt, und drücken einmal die Leertaste und haben das Ganze jetzt irgendwo in der Leiste, bei euch vielleicht woanders, direkt in der ersten Leiste. Ein kleiner Tipp, wenn ihr R gedrückt haltet, da steht auch rechts, und hoch und runter scrollt mit dem Mausrad, dann könnt ihr eure Gegenstände drehen. Wenn ihr eher einfach nur drückt, einmal kurz, dann könnt ihr das Ganze um 90 Grad drehen. Ja, es steht unten rechts drin, aber ich gebe zu, ich habe es selber nicht gesehen am Anfang und mich immer gefragt, warum kriege ich das nicht hin, das so auszurichten, wie ich es eigentlich haben möchte. Ihr drückt dann linke Maustaste und dann könnt ihr auch direkt hier etwas herstellen, indem ihr drauf drückt mit E. Da seht ihr jetzt den Unterschied. Manuelles Handwerk. Da sind Bandagen zum Beispiel zum Heilen. Übrigens am Anfang die einzige Methode, um sich zu heilen. Stimmt nicht ganz. Man kann auch die Beeren essen. Die regenerieren nämlich auch euer Leben. Wie ihr seht, hat jetzt eine Beere, die ich gerade gegessen habe, mein halbes Leben regeneriert. Dann könnt ihr Fackeln, Spitzhacke, Holzfäller-Axt, das sind ja die neuen Sachen. Dafür brauchen wir allerdings auch wieder Garn. Kann ich euch aber nur empfehlen. Das heißt, wir stellen jetzt nochmal 2 Garn her, machen uns eine Holzfäller-Axt und haben dann nicht mehr genug Äste für eine Spitzhacke. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben ja jetzt unsere Axt. Die nehmen wir und dann zeige ich euch mal kurz, wie viel schneller das jetzt geht, um einen Baum zu fällen. Ihr macht nämlich jetzt anstatt von, ich glaube, einem Schaden, macht ihr 18 Schaden. Und dann kann man das nebenbei sogar einfach machen beim Reden. Und dann könnt ihr hin und wieder Äste kriegen. Harz weiß ich nicht, ob das auch mit abfällt oder ob das jetzt nur hier lag. Und natürlich die Holzblöcke. So, wenn ihr jetzt wieder auf manuelles Handwerk geht, macht ihr euch auf jeden Fall auch noch eine Spitzhacke. Das ist ganz, ganz wichtig. Und am besten sortiert ihr das Ganze auch im Rucksack. Ich habe das immer so gemacht, dass ich das Schwert als erstes habe und dann Spitzhacke, Axt, wie auch immer. In der nächsten Reihenfolge zum Heilen habe ich die Sachen dann auf jeden Fall auch in der ersten Leiste. Und dann so unwichtige Sachen wie alles, was man ja zu viel hat im Endeffekt, kann man dann in die nächste Leiste setzen oder man kann es direkt ins Inventar reintun, wenn man denkt, dass man es tatsächlich nicht braucht. So, und da mache ich dann den Bauhammer rein. Mit Alt könnt ihr übrigens zwischen der ersten und der zweiten Leiste wechseln. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig zu wissen. Was auch eine sehr, sehr gute Sache ist, gerade für den Anfang. Ihr könnt euch einen Gleiter herstellen. Die Sporen haben wir ja schon erhalten. Allerdings zeige ich euch gleich auch nochmal, wo wir noch welche herkriegen. Tierfell können wir, glaube ich, von den Kaninchen bzw. von den... Nee, Kaninchen geben, glaube ich, nur das Fleisch. Aber die Steinböcke, die ja überall rumlaufen, die geben Tierfell. Miasmaholz, das muss man leider holen, da wo man eigentlich nicht hin möchte. Das zeige ich euch auch gleich noch. Und Garn wisst ihr ja schon, wie ihr das Ganze herstellen könnt. Auch ein Greifhaken ist eine sehr, sehr gute Sache, die ihr auf jeden Fall herstellen solltet. Ihr braucht dafür allerdings 10 Miasmasporen, 7 Garn und nochmal 4 Metallschrott. Den könnt ihr unterwegs einsammeln bzw. später dann auch abbauen. Was für euch auch direkt am Anfang noch wichtig sein sollte, ist die winzige Truhe. Die können wir mit Ästen und mit Garn herstellen. Und die reicht dann erstmal, dass wir da ein paar Sachen reintun können, dass wir auf jeden Fall genug Platz haben. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr Sachen sammelt, beispielsweise die Steinblöcke, die könnt ihr bis zu 5000 stacken. Und naja, wenn ihr die herstellt, ist es unter Umständen gar nicht so viel, weil ihr doch sehr, sehr viel braucht für die Grundierung des Hauses. Aber an sich ist es auf jeden Fall eine gute Sache, dass man hochstapeln kann. Um überhaupt etwas zu bauen,
drückt ihr in der Werkbank allerdings links auf den Bauhammer. Da braucht ihr einen Stein für. Den stellen wir jetzt erstmal her. Und dann seht ihr, wenn wir den jetzt in der Hand haben, also mit dem Mauszeiger oder halt mit den einzelnen Nummern, könnt ihr einstellen, was ihr gerade in der Hand habt. Wenn ihr den jetzt in der Hand habt, dann drückt ihr einmal Tab. Das steht auch unten in der Mitte. Tabulator, Baumodus aufrufen. Und da könnt ihr jetzt, wenn ihr Alt gedrückt haltet, eine größere Auswahl hier auswählen, womit ihr bauen könnt. Das ist zum Beispiel ein Dach. Dann gibt es hier verschiedene Elemente, um ein Haus zu bauen. Wände und so weiter. Oder auch die Grundierung. Das wäre jetzt hier beispielsweise, wenn ich das drin hätte. Dieser Teil, den kann man nach oben bauen, also sehr hoch. Oder auch sehr tief in die Erde rein. Je nachdem, wie hoch ihr gerade den Mauszeiger macht. Tab wieder drücken, um das Ganze zu beenden. Und eine Sache, wenn es jetzt Nacht wird, so wie es jetzt bei mir geworden ist, weil ich gerade was am Erklären bin. Ich habe das Gefühl, dass die Wölfe einem dann näher kommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nur ein Gefühl ist oder ob das tatsächlich so ist. Was aber auf jeden Fall des Nachts passiert ist, diese, ja, ich sag mal, Mutationen, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die laufen hier überall rum und die laufen auch in rauen Mengen rum. Wenn wir jetzt so in die Richtung ungefähr da hinten gehen würden, da würden wir ganz viele von denen auf einmal sehen. Und wir sollten uns natürlich gerade am Anfang nicht mit zu vielen anlegen. Was aber auch noch wichtig ist, ich hoffe, mich greift jetzt gerade nichts an, ist beim manuellen Handwerk unter Waffen, dass ihr euch auf jeden Fall ein Schild craftet. Das heißt, dafür brauchen wir jetzt auch wieder Garn. Wir haben natürlich jetzt keine Pflanzenfaser. Ich schaue mal, dass ich noch kurz welche besorgen kann. So, ich habe jetzt gerade genug Pflanzenfasern drin. Das heißt, wir machen ein Garn. Dann gehen wir auf das Schild. Holz haben wir ja noch genug gehabt und stellen das her. Wenn ihr jetzt schaut, unter den Charakter, da gibt es hier Abwehr-Ausdauerreduktion. Da klickt ihr einmal drauf und da könnt ihr das Schild dann ausrüsten. Wenn ihr nun rausgeht, dann habt ihr dieses Schild drin und damit könnt ihr wesentlich besser kämpfen. Ich zeige euch das im Hellen gleich nochmal, wie ihr da am besten mit kämpft. Im Prinzip ist es die gleiche Taktik wie eben, wo wir das Beil in der Hand hatten, nur dass es jetzt mit dem Schild geblockt wird und nicht mehr mit dem Ball selber. Wenn ihr nun anfangen wollt, ein Haus zu bauen, dann müsst ihr einmal auf die Werkbank klicken und ihr müsst das aussuchen, was ihr haben wollt. Wollt ihr die Grundierung mit Stein bauen oder wollt ihr das Ganze mit Holz bauen? Ich persönlich bin eher ein Fan davon, dass der Boden immer Stein ist, zumindest am Anfang. Später gibt es natürlich noch ganz andere Materialien. Ich habe jetzt mal einen Block hergestellt, indem ich auf Space gedrückt habe. Und habe damit die Holz- und Fensterrahmen und noch 10 weitere freigeschaltet. Wenn ich nun wieder auf den Bauhammer gehe und mit dem Tabulator in den Baumodus reingehe, dann kann ich mir aussuchen, welche Größe ich haben möchte. Ihr seht jetzt, dadurch, dass ich einen Block gemacht habe, habe ich 100 Steine, sage ich jetzt mal, hier drin zum Verarbeiten. Ich brauche aber 253. Das heißt, für einen so eine Größe muss ich auf jeden Fall 3 Steinblocks selber machen. Dann seht ihr zwischendurch diese kleineren Steine. Die könnt ihr dann mit eurer neuen Spitzhacke abbauen. Ihr seht, auch in diesem Fall ist jetzt auch ein bisschen Erde mit rausgekommen. Ihr müsst immer gucken, wie lange ihr da drauf haut, weil wenn ihr zu lange drauf haut, so wie ich jetzt gerade einmal zu lange drauf gehauen habe, dann gibt es ein kleines Loch im Boden und das sieht unter Umständen natürlich nicht so schön aus. Dann gibt es noch überall zwischendurch so kleine Blöcke. Da könnt ihr einfach E draufklicken, also mit E draufklicken und dann könnt ihr die einsammeln. Und ihr seht links, die geben dann immer 3 Steine. Eine weitere Möglichkeit habt ihr allerdings auch noch. Und zwar gibt es diese größeren Felsen hier. Wenn ihr da eure Spitzhacke auswählt,
dann könnt ihr diese einfach abbauen. In erster Linie werdet ihr Stein erhalten, an den Rändern noch ein bisschen Erde mit dabei. Und wenn ihr Glück habt, findet ihr sogar im Inneren auch noch weitere Materialien. Ihr seht schon, jedes Mal mit einem Schlag habt ihr immer einen Stein, den ihr dann abbaut. Oder so würde das Ganze dann im Hellen aussehen. Ihr könnt in der ganzen Welt solche Felder hier finden. Die sind von der Farbe her unterschiedlich. In diesem Fall, wenn ihr jetzt einmal draufhaut, seht ihr, wenn ihr dreimal draufhaut, seht ihr oben links den Feuerstein. Dadurch, dass wir den jetzt eingesammelt haben, haben wir den groben Feuersteinblock und ein paar andere Rezepte dazu freigeschaltet. Das heißt, wenn ihr solche freien Felder hier in eurer Umgebung findet, dann haut einfach mindestens ja, zwei, dreimal drauf, damit ihr entsprechend das Rezept erhaltet. Meistens kommt auch immer ein bisschen Erde mit rein. Wenn das so ein bisschen schwarz aussieht, war es, glaube ich, dann könnt ihr auch Eisenerz sammeln. Das kommt allerdings ein bisschen später. Oder wie gesagt, ihr könnt natürlich auch gucken, wie da hinten geradeaus oder hier vorne zum Beispiel, dass ihr so große Blöcke, wo es dann so grau drunter ist, nimmt. Und da könnt ihr dann Stein abbauen. Das geht dann auch schneller, als wenn ihr in der Gegend rumlauft und überall so kleinere Steine immer wieder findet und da draufhauen müsst. Wenn ihr euer Werkzeug benutzt habt, das nutzt sich mit der Zeit ab, wie ihr jetzt hier unten unter der 3 erkennen könnt. Dann habt keine Panik, es nutzt sich zwar ab, aber jedes Mal, wenn die Nacht rumgeht, das heißt, wenn ihr ein Bett habt, wenn ihr schlafen geht und die Nacht überspringt, ist auch euer Werkzeug, eure Waffen, alles ist wieder aufgefüllt, was sich abnutzt. Und ja, wenn ihr jetzt viel farmen wollt, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel viel Steine farmen wollt auf einmal, dass ihr euch zwei, drei von den Spitzhacken macht. Oder vielleicht auch viel Holz farmen. Je nachdem, wie lange das dauert und was ihr farmen wollt. Ob ihr zwischendurch noch was anderes machen wollt. Damit ihr einfach eine nach der anderen benutzen könnt, die dann immer wieder runtergehen. Aber mehr als drei, sage ich jetzt mal, solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Und das wirklich auch nur, wenn ihr auf Farmtour seid. Weil sich doch die Werkzeuge sehr schnell abnutzen. Aber es ist zumindest eine gute Idee und das ist ehrlich gesagt auch etwas, was besser gemacht ist als bei anderen Survival Games, dass sich alles dann wieder auffüllt, indem man einmal schlafen geht. Ich habe jetzt gerade ein paar Glühwürmchen angeklickt und habe eine Glühwürmchenlampe erhalten als Rezept. Was ihr übrigens auch machen solltet, ist ein Lagerfeuer zu bauen. Dafür braucht ihr nur zwei Holzscheite. Wenn ihr das gebaut habt, dann setzt es einfach erstmal irgendwo hin. Keine Sorgen, man kann die Sachen immer wieder abbauen. Und es wird direkt angezündet. Wenn ihr nun daran geht, dann könnt ihr entweder etwas kochen oder etwas aufnehmen. Da ich jetzt im Moment noch nichts habe, ich gehe mal eben auf Kochen. Da ich im Moment noch nichts habe, was ich daran platzieren kann, also sprich Fleisch, kann ich natürlich auch noch nichts kochen. Ich könnte aber zum Beispiel auch einen roten Pilz kochen. Da müsst ihr das Ganze gedrückt halten mit der linken Maustaste. Warten, bis dann so eine kleine Reaktion kommt und dann habt ihr ein gegrilltes Essen. Wenn ihr jetzt aber beispielsweise unterwegs seid und etwas Fleisch besorgt. Meistens sind hier hinten ein paar Bergziegen, die man dann mal eben töten kann, damit man Fleisch bekommt. Natürlich jetzt, wenn ich es zeigen will, ist wieder nichts da. Hin und wieder findet man auch Kaninchen, wobei ich dieses jetzt nicht getötet habe, sondern es nur gefunden habe. Aber das Fleisch nehme ich natürlich gerne mit. Dann setzen wir uns kurz ans Lagerfeuer. Und leider, leider muss ich das jetzt mit dem Kaninchen machen. Linke Maustaste zu lange gedrückt halten. Jetzt ist das Ganze fertig. Und jetzt haben wir Steinkohle. Aber dadurch, wenn wir das einmal gemacht haben, erhalten wir den geteerten Holzblock. Und noch ein weiteres in der Werkbank. Also das heißt, wenn ihr irgendwas Kleines habt, nicht unbedingt das Fleisch, so wie ich das jetzt gerade hatte,
Dann lasst es doch einmal ein bisschen zu lange drin beim Kochen und dann erhaltet ihr auch dieses Rezept. Ja, ich zeige euch noch mal kurz eine Stelle hier vorne. Eigentlich ist das der Bereich, aus dem wir etwa gekommen sind. Da gibt es auch Miasma und da hinten gibt es auch einen Gegner nebenbei bemerkt. Da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Das könnt ihr abbauen mit der Spitzhacke. Na, mir wäre es lieber, wenn wir hier draußen kämpfen. Immer schön im Block bleiben, bis der Gegner geschlagen hat. Ich dachte, der schlägt nochmal zu. So, und dann habt ihr den auch besiegt. Er bringt mir auch wieder Miasma-Sporen. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist, dass ihr hier diese Sachen auch abbauen könnt. Da kriegt ihr nämlich Mythfell. Ich habe etwas länger gebraucht, das herauszufinden, weil ich mich die ganze Zeit nicht hier aufgehalten habe. So viele Gegner waren bei meinem letzten Besuch hier nicht. Der hat übrigens jetzt auch Stofffetzen gehabt. Das ist wunderbar. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Und bringen die schon mal in unser Gebiet rein. Ich stelle mir jetzt noch ein paar grobe Steinblöcke mehr her. Und dann zeige ich euch das noch mal kurz, was ich meinte. Ihr nehmt einfach wieder den Bauhammer in die Hand, drückt einmal den Tabulator und dann seht ihr, ihr könnt jetzt die Grundierung für euer Haus machen. Ihr könnt alles direkt hier dran bauen, wenn ihr das wollt, dass ihr das ja als Zentrum, sage ich jetzt mal, von eurem Haus habt, was eigentlich gar nicht verkehrt ist. Nur dann ist euer Haus natürlich auch im Zentrum von den Ganzen. Oder ihr macht einfach euer Haus irgendwo anders hin. Wichtig dabei ist allerdings nicht nur die Höhe, wie ihr das Ganze baut, sondern auch, dass ihr das nicht zu nah am Rand ran baut. Weil, wenn ihr nämlich hier so direkt an den Rand ran baut und ihr wollt dann noch ein Dach bauen, dann habt ihr das Problem, dass ihr außen gar nicht mehr bauen könnt, weil das System dann am Meckern ist, dass das über diesen Bereich drüber geht. Also so ungefähr würde das dann mit dem Dach aussehen. Dann kommt das Ganze, wird dann in Rot angezeigt und da steht dann nur Baugebiet benötigt. So, ich mache mir jetzt hier mal einen kleinen Platz. Ich würde sagen, wir machen noch mal ein bisschen mehr. Fürs Letzte habe ich jetzt nicht mehr genug, ist aber nicht schlimm. Ich wollte euch das ja nur mal eben zeigen. Dann könnt ihr natürlich hier unten auch noch eine Treppe dran bauen. Ihr könnt Wände dran bauen und so weiter. Das kann ich euch erst zeigen, wenn ich wieder mehr gefarmt habe. Dann solltet ihr, wie gesagt, auf jeden Fall schauen bei Überleben und Stauraum, dass ihr die winzige Truhe macht. Dafür müssen wir natürlich wieder Garn herstellen, was wir hier haben. In dem Fall können wir das sogar mal eben herstellen. Wieder zur Werkbank zurückswitchen und dann die winzige Truhe bauen. Die habe ich jetzt im zweiten Teil. Ich denke, ich werde das ungefähr hier machen. Das heißt, einmal um 90 Grad drehen und dann stellen wir das Ganze so ein bisschen in die Ecke. Wenn ihr das woanders haben wollt, ist das auch kein Problem. Ihr könnt die Sachen im Endeffekt danach wieder abbauen. Wenn ihr jetzt hier einmal auf die Truhe klickt, dann gibt es zwei Sachen. Einmal könnt ihr das gedrückt halten und nach rechts reinziehen. Aber ich habe auch festgestellt, und ich sehe gerade hier unten steht es auch, ich stelle irgendwie viel fest, dass das unten steht, was ich dann durch Zufall festgestellt habe, durch Ausprobieren, dass man auch die Shift-Taste gedrückt halten kann und dann einmal linksklick und dann ist das Ganze schneller auf der rechten Seite. Das heißt, so könnt ihr dann die ganzen Materialien immer schön wieder bei euch reintun. Teer beispielsweise braucht man am Anfang eigentlich noch nicht. Die Glühwürmchen haben auch noch keine Verwendung für. Das Harz können wir auch erstmal reinlegen. Und so könnt ihr euren Platz erstmal wieder ein bisschen auffüllen. Ganz, ganz großes Manko, das solltet ihr auf jeden Fall beachten, wenn ihr bauen wollt oder irgendwas herstellen wollt. Ihr müsst die Sachen im Rucksack haben, weil ansonsten könnt ihr nicht bauen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und ja, es ist halt, wie gesagt, ein ganz großes Manko, weil ich das aus keinem Spiel kenne, dass man nicht aus der Chest heraus craften kann.
Bei Palworld kann man im Bereich ganz normal craften aus der Truhe heraus. Bei Minecraft, bei Kunden, glaube ich, war es anders. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber es gibt so viele Spiele, wo das halt eben Standard ist, wo man wirklich auf die Wünsche der Spieler eingeht. Das haben sie hier ein bisschen verkackt. Vielleicht gibt es da ja nochmal ein Update zu. Ich will es auf jeden Fall hoffen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil das wird natürlich einiges erleichtern, gerade auch beim Bauen. Und ihr seht schon, ich habe oben ausgeruht. Das geht immer weiter runter, die Anzeige. Das wollte ich euch noch eben sagen. Wenn ihr jetzt aber auf Kochen geht und euch einfach nur hier hinsetzt, geht die Anzeige wieder hoch. Das heißt, wenn ihr nicht mehr ausgeruht seid, dann könnt ihr einfach so draufklicken, also dass ihr was kochen wollt, aber eigentlich gar nichts machen. Und dann könnt ihr wieder bis 10 insgesamt euch ja hochheilen, ist falsch ausgedrückt, aber euch wieder hochpushen. Dann einfach weggehen und dann geht das Ganze halt wieder runter die ganze Zeit über. Dann einen kleinen Tipp für euch noch, den ich noch jetzt zum Schluss eben loswerden möchte. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich gibt es zwei Tipps. Einmal da hinten den Bereich, das war das, was ich euch am Anfang gezeigt habe, auf jeden Fall durchsuchen. Ich habe da Metallschrott gefunden, ich habe Bücher, glaube ich, abgebaut, ich habe Ressourcen gefunden. Also da könnt ihr gerade für den Anfang einiges finden und da ist auch in der Mitte ungefähr ein Brunnen drin, wo ihr Wasser rausschöpfen könnt. Das ist ganz wichtig, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Und dann noch ein kleiner Tipp am Rande für alle die wie ich, ja, eigentlich einen Fotomodus brauchen. Drückt Escape, da könnt ihr den HUD ausschalten, wieder Escape und ihr könnt so einen Screenshot machen, wie ihr das möchtet. Einfach F12 drücken und dann wird der Screenshot gemacht. Allerdings das Problem danach, also ihr könnt ganz normal kämpfen und so, solltet ihr jetzt überrascht werden in der Zeit. Blöd ist ein bisschen, man muss dann wieder Escape drücken, den HUD wieder anzeigen lassen und wieder Escape, um dann wieder rauszukommen. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn man das Ganze entweder selber einstellen könnte oder es direkt eine Taste geben würde, so wie F1, F5 oder sowas, die man dann einfach nur drücken muss und das ist dann mit einem einmaligen Klick direkt ausgeschaltet bzw. auch anschaltbar. Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele Infos, die ich euch gegeben habe. Eigentlich sind es so die Standardsachen, die ihr alle wissen solltet. Aber ich gebe zu, obwohl ich sehr viel Erfahrung mit solchen Survival-Spielen hatte, ich habe es am Anfang tatsächlich nicht so richtig geschnallt, wie man was wo machen kann. Also natürlich vieles habe ich dann auch schnell rausgefunden. Dass ich aber zum Beispiel zumindest am Anfang nur die Bandagen habe, um mich zu heilen, habe ich nicht gewusst, dass es keine Regeneration gibt, die automatisch einsetzt, ist natürlich sehr negativ. Es ist halt bei anderen Spielen normalerweise so, dass man automatisch mit der Zeit regeneriert, ist hier leider nicht der Fall. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall Bandagen machen. Die könnt ihr euch übrigens herstellen, das habe ich glaube ich auch erwähnt, indem ihr auf Handwerk geht und dann unter Vorräte auf Bandage geht. Ja, und die kosten halt nur ein Stofffetzen und ein Garn. Garn ist jetzt nicht so teuer, das kann man auch zwischendurch. Wenn ihr solche Büsche irgendwo seht, immer mal looten, weil das braucht ihr immer mal wieder. Die Stofffetzen sind schon schwieriger zu bekommen. Und hier kann ich euch das kurz noch vorlesen. Plus 4% Heilung pro Sekunde und stellt im Verlauf von 10 Sekunden 40% der Lebenspunkte wieder her. Endet beim Erleiden von Schaden. Das war bei mir eigentlich eher das Problem. Wenn ihr dann soweit alles schon mal ein bisschen gemacht habt, also hier ein kleines Häuschen gemacht habt, was euch schützt, am besten mit 4 Wänden, ja, im besten Fall dann auch noch ein Dach oben drauf, dann solltet ihr euch direkt aufmachen für die erste Quest. Die werde ich euch aber in diesem Video nicht mehr zeigen. Ich werde euch aber in einem weiteren Video zeigen, wie ihr genau zum Zielort kommt, wenn ihr die erste Quest macht, sprich, wenn ihr euch den Schmied in euer Dorf oder in euer Zuhause holen wollt. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video gefunden habt, ob es euch helfen konnte oder nicht. Wie gesagt, es richtet sich wirklich an die Anfänger und vielleicht auch eher an die Leute, die ja nicht alles so auf Anhieb finden.
Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch weitere Tipps gerade für den Start habt, also keine fortgeschrittenen Tipps, weil da gibt es dann nochmal ein gesondertes Video zu, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ach so, eine Sache noch. Hätte ich fast vergessen. Mit C könnt ihr in die Hocke gehen. Das heißt, ihr könnt dann auch irgendwo reinschleichen, wo man sonst nicht reinkommt. Und mit Steuerung weicht ihr aus. Das ist nur das, was ich jetzt vergessen hatte, was ich euch noch sagen wollte. Jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.